Was war das für eine ereignisreiche Woche schon? Allerdings späte Genugtuung für die Grünen. Ja. Peter Pilz kommt doch nicht ins Parlament. Ja. Da freuen Sie sich, Sie haben es mitbekommen, er wurde angezeigt wegen sexueller Belästigung. Aber es ist schon interessant, oder? Österreichische Innenpolitik, man kann ja mit wirklich viel rechnen in der österreichischen Innenpolitik. Aber wenn mir vor einer Woche noch jemand gesagt hätte, dass unter Umständen Peter Pilz noch vor Karl-Heinz Grasser verurteilt wird. Ja, das hätte man nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Da hätte man reich werden können im Wettbüro. Allerdings, ja. Was wäre eigentlich gewesen, wenn die Informationen über Peter Pilz schon vor der Wahl bekannt gewesen wären? Ja. Was hätte das für die Grünen bedeutet? Wären sie dann gewählt worden? Ich glaube nicht. Wenn der Österreicher die Wahl hat zwischen einer Lesbe und einem Grabscher, entscheidet er sich wahrscheinlich für die traditionellen Werte. Ja. Oder? Würde ich auch vermuten, ja. Wahrscheinlich, ja. Würde ich auch vermuten. Ja. So schlimm es ist, aber... Ja, ja. Ich meine, man muss bei diesem heiklen Thema natürlich auch mit den Witzen aufpassen, aber angeblich hat sich Peter Pilz seinen Opfern ja mit der immer gleichen Masche geniert, ne? Und gesagt, bitte freimachen, ich bin vom Untersuchungsausschuss. Ne? Ja, was macht die Liste Pilz jetzt? Mhm. Die kann ja nicht mehr Liste Pilz heißen. Na wie? Oder? Ohne Pilz kann man nicht Liste Pilz heißen. Obwohl, das ging bei Team Stronach auch. Ja, stimmt. Wer ist da noch dabei? Noll. Alfred Noll, ja. Guter Mann. Ja. Liste Noll vielleicht. Klingt zu sehr nach Null. Ja. Oder? Liste Noll. Wer ist noch dabei? Stephanie Cox. Ja. Liste Cox. Liste Cox ist jetzt gerade vielleicht auch eher ein ungünstiger Name, oder? Ja. Was kam da alles Unangenehmes ans Tageslicht? Man will es gar nicht hören eigentlich. Ja, Peter Pilz soll angeblich zu einer Mitarbeiterin gesagt haben, wie war das nochmal? Was hilft das Höschen aus Paris? Ist das Mädchen drunter mies? Alterrenwitze. Aber das war nur die Spitze des Eisbergs. Es gab wirklich andere sexistische Sprüche, wurden jetzt auch hier, ich habe es mir extra ausdrucken lassen, kamen auch ans Tageslicht. Was hilft das Kleid aus Eisenstadt, wenn es keinen Ausschnitt hat? Was hilft der Wonderbra aus Lech, wenn ich die Trägerin nicht stech? Grauenvoll. Das von der moralischen Instanz des Landes. Hier, was hilft mir ein BH aus Rom, wenn ich ihn nicht aufbekomme? Gut, aber schlechtes reimt sich nicht mal. Schlechter Reim, ja. Was hilft der String aus Amsterdam bei deinen 100 Kilogramm? Unglaublich, hätte man sich doch von Peter Pilz nicht Niemals, getan. Ich nicht, nein. Ja. Gut, okay, wie die Causa weitergeht, das werden die Pilzgerichte entscheiden. Anderer Rücktritt, du hast es mitbekommen, ein Mann, den wir beide sehr schätzen, Leitl Zeit ist. Christoph Leitl. Leitl Zeit ist. Nach 18 Jahren tritt Christoph Leitl zurück als Wirtschaftsbundchef. Ja, guter Mann. Christoph Leitl, hier ist Christoph Leitl. Guter Mann. Der vielleicht einzige Funktionär, der wirklich Biss hatte. Ja. Er ist 69 Jahre alt und schau dir mal das Gebiss an. Ja. Es ist ein medizinisches Wunder. Mit 69, er hat noch alle Zähne. Ja. Er hat alle Zähne noch, bis auf die Weisheitszähne. Ja. Die hat er sich mit 20 schon rausnehmen lassen und daraus zwei Barhocker gemacht. Ja. Christoph Leitl, wir ehren diesen Mann und wollen noch einmal die schönsten Stationen seiner 18-jährigen Karriere aufleben lassen. Mhm. Oh, come on, smile a little smile for me, Rosemary, where's the use in crying? Toll, oder dieses gewinnende Lachen. Ja. Das immer wenn ich den Mund von Christoph Leitl sehe, kriege ich Hunger. Ja. Ja. Und kennen Sie, darf ich dich siezen? Ja, klar. Ja. Kennen Sie eigentlich die interessanteste Kochsendung im ORF zurzeit? Schmatzo. Schmatzo? Ja. Kennen Sie zu Hause Schmatzo? Ja, wahrscheinlich Schmatzo, nicht. Wahrscheinlich Schmatzo nicht. Wird, das heißt wirklich so, Schmatzo, schon guter Titel, guter oder? Guter Titel. Ja, Schmatzo ist eine Kochsendung für Kinder. Mhm. Ja, und wird momentan noch im, glaube ich, Wochenendprogramm, in der Früh, Samstag ganz oder in der Sonntag, 8.45 Uhr versteckt, hat aber für mich das Zeug für Hauptabendprogramm. Schmatzo ist wirklich gut, eine Kochsendung für Kinder. Da werden den gefiederten Freunden, den Kindern irgendwie die große Welt der Kulinarik, die Küche der großen, weiten Welt nähergebracht. Ihr wisst doch, wir kochen immer mit einem Produkt. Also was könnte das sein? Was kann man essen, woraus Leben entsteht? Eier! Wir kochen heute mit Eier. Ja! Cool! Es gibt Straußeneier, Kiwi-Eier, Emu-Eier, Wachtel-Eier, grüne Eier, blaue Eier, braune Eier, weiße Eier. Es gibt auch rote Eier, wenn man sie färbt. Klugscheiße, wirklich. Aber das, ich meine, die Kinder sind auch lieb, oder? Ich finde es toll. Oder? Schmatzo. Ja, und damit erfüllt der ORF auch seinen Bildungsauftrag, weil den Kleinen werden hier völlig neue Geschmackswelten eröffnet. Mm. Alle stürzen sich auf die gebackenen Eier. Schmeckt's dir, Sebastian? Was hast du denn jetzt probiert? Das
gebackene Ei? Nach was schmeckt's denn? Nach Ei. Völlig richtig. Ja. Es schmeckt nach Ei. Hast du traurig gesagt, ne? Ja. Nach Ei. Mein Gott, Schmatzo, weißt du was? Ich glaube, Schmatzo hätte Osama bin Laden sich auch gern angeschaut. Ja. Osama bin Laden, das wäre genau sein Stil gewesen, auch, oder? Ja. Morgens in der Wüste sitzen und Schmatzo schauen. Ja. Ja. Der CIA hat ja den digitalen Nachlass von Osama bin Laden jetzt veröffentlicht. Ja. Haben Sie vielleicht mitbekommen? Im Nachlass befand sich, das wusste man ja schon, eine große Pornosammlung, riesige Pornosammlung. Schmatzo-DVDs? Schmatzo-DVDs nicht, nein. Aber DVDs von Mr. Bean. Das ist interessant. Osama Bin Laden war Mr. Bean-Fan. Ja, er hat sich in der Wüste als Mr. Bean-Imitator gearbeitet. Ja. Er ist auch rumgelaufen immer. Am Bart hat man ihn trotzdem erkannt. Aber ja. Und weißt du, was noch im Nachlass war? Total verrückt, völlig irre. Eine CD von Inge Maux. Inge Maux? Inge Maux-CD. Ja, aber das wundert mich nicht. Hat ja wohl jeder Inge Maux-CD daheim. Ist so wie Stones und Beatles Inge Maux. Inge Maux hat jeder kennt. Aber wusstest du das? Hättest du gedacht, Osama Bin Laden liebt das? Ja. Ja, ist genau sein Style. Wirklich? Ja. Inge Maux, ja, Sie kennen aber Inge Maux, oder? Ein absoluter Straßenfeger, auch wenn die Konzerte macht, die ganze Welt ist bei Inge Maux Konzert. Inge Maux war letztens im Frühstücksfernsehen, glaube ich, im ORF und hat einige ihrer Lieder dort angesungen. Weil es gibt eine neue CD von Inge Maux, die wir sicher zu Hause haben. Ja, aber schauen wir noch mal in diesen magischen TV-Moment rein. Es ist ein Lied aus Liberia in Afrika und ein kleines bisschen frivol. Und das haben die Soldaten gesungen, wenn sie Samstagabend frei hatten. Okay? Goodie. Kurz, wenn es geht, aber ich bin gespannt. Kurz, dann will ich einen Schwarz wissen. Passt. Vielleicht den Refrain nicht wiederholen. Bobo varo ferro satudei, bobo varo ferro satudei, bobo varo, bobo varo, bobo varo, bobo varo, bobo varo ferro satudei. Ich lasse Englisch und Französisch aus. Was? Jeder Reine hat Liebschabes bei Nacht, heißt der Text. Das ist hier jeder Reine hat Liebschabes bei Nacht. Jeder Reine, jeder Reine, jeder Reine, jeder eine. Jeder Reine hat Liebschabes bei Nacht. A todos les gusta la noche del sábado und so weiter. Und das jetzt in Chinese. Chinesisch auch noch. Ren, ren, si, huan, li, bai, lu. Ren, 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 ren und so weiter. Okay. Wow. Oh, wow, Inge Maux. Und hier, das ist übrigens die CD. Ja. Und wenn Sie zu Hause, so wie wir, auch noch nicht alle Weihnachtsgeschenke haben sollten, weil Griswold und ich, wir kriegen sie ja erst am Heiligen Abend. Ja. Dann ist das ein dringender Tipp von uns, nämlich frivole Soldatenlieder aus Liberia, Volume 3. Und ich habe auch reingehört. Ist da auch der Hit drauf? Bobo varo faro satodai. Ja, ja. Bobo varo faro satodai. In 45 Sprachen. Bobo varo faro faro satodai. Ja, es ist auch auf Jiddisch drauf. Jeder Reini hat Liebschab ist bei Nacht. Jeder Reini hat Liebschab ist bei Nacht. Jeder Reini hat Liebschab bei Nacht. Bobo varo faro satodai. Jeder Reini, jeder Reini, jeder Reini, jeder Reini hat Liebschab bei Nacht. Ja. Inge Maux, Legende. Hat sie auch auf Türkisch Lieder auf der CD? Obwohl, es gibt wahrscheinlich keine frivolen Soldatenlieder aus Liberia auf Türkisch. Wieso soll ich hätte es ja Inge Maux zugetraut. Auf Türkisch? Ja. Es ist auf 45 Sprachen, aber was soll der Türke mit liberianischen frivolen Soldatenliedern anfangen? Recht hast du, aber hast du diese Meldung aus der Türkei gehört, lieber Dingsmann? Dass Erdogan, der Präsident des Landes, hat jetzt angekündigt, ein rein türkisches Auto auf den Markt zu schmeißen. Das ist gut. Ja, er will die Automobilindustrie mehr oder weniger aufmischen. Aha. Ja? Es soll ein geräumiges Familienauto werden, ein Erdogan, wenn man so will. Und es sind schon, ja, sehr stark auch, 600... Ziegenstärken? Aber ich hab's mir nicht getraut, aber Stefan macht es tatsächlich. Ich dachte... Sehr gut. Ich dachte... 600 Ziegenstärken. Und es gibt aber auch schon einige... Moment, nein. Nur damit den Leuten bewiesen wird, dass wir es ernst meinen. Ja. Was ist? Hast du mich angegriffen? Hast du mich angegriffen? Entschuldige, Schatzi. Hier sind einige Entwürfe von dem neuen türkischen... Auto, Bugatti, sehr witzig. Dann hier, Suzuki. Oder das Beste ist das eigentlich, Füchsbügen der Auto. Gut. Da ist mir was aufgefallen, das war gestern in der Kronenzeitung, weil jetzt diese Sexismusdebatte ja wirklich relativ breit getreten wird. Nina Proll hat sich wieder zu Wort gemeldet. Ja. Und hat nachgelegt, hier, Artikel über Nina Proll. Ich muss aber lesen, deswegen kann ich es nur von außen zeigen. Und zwar sagt Nina Proll, ja, dass nicht nur Frauen Opfer sind von sexistischen Attacken, sondern sie schreibt hier, wie oft ist mein Mann Gregor
schon auf Veranstaltungen angesprochen worden, ob er nicht Lust auf einen Blowjob hat. Der arme Gregor. Oder? Na, das muss man sich mal vorstellen. Gregor Blowjob kommt komplett entsaftet, alle Sümpfe trockengelegt nach Haus und muss dann auch noch seiner lieben Frau Nina, wie sie es sagt, ein schönes Kompliment machen. Na? Ja. Ich meine, glaubst du das wirklich, wie oft ist er nicht angesprochen worden, ob er nicht Lust auf einen Blowjob hat? Vielleicht hat er es falsch verstanden. Ja, vielleicht war es ein Missverständnis. Lieber Herr Blowjob, wir haben einen Job für Sie. Und er hat sich sofort hier unten die Hosentür aufgemacht. Ja, aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Wie geht man als Mann jetzt um mit dieser Situation? Gregor Blowjob. Oder man weiß doch einfach nicht mehr, wie verhält man sich als Mann wirklich richtig. Man weiß es, darf man über sowas Witze machen oder macht man sich da schon verdächtig? Ja. Sind das verschwitzte Altherrenwitze? Ich weiß es auch nicht mehr, wie man in dieser Frage umgehen soll. Aber